natürlich folgendes, dass wir an den Eingängen normalerweise auch schon sondieren, also Leute, die sich irgendwie erkennbar als Nazis darstellen, also durch Embleme, T-Shirts oder was auch immer, die kommen erst gar nicht in die Hallen rein. Es ist natürlich äußerst schwierig, weil es auch sehr viele Redskins gibt und Leute, die halt auch politisch ganz anders orientiert sind als eben die Faschos. Und das macht es halt natürlich nicht einfacher. Aber wir sind sehr, sehr aufmerksam. Ich meine, auch während der Konzerte sollten Hände zum Hitlerkreuz hochgehen oder brechen wir sofort die Konzerte. Die Leute werden in der Halle verwiesen. Onkels Konzert war und ist keine politische Veranstaltung und die wird es auch nie sein und war es noch nie. Ich Leute kommen, um Spaß zu haben und Musik zu hören, sich damit zu identifizieren. Dampf abzulassen. Ja. Und Dampf abzulassen und ja, einfach mal richtig auf die Kacke hauen. Und das ist die Hauptsache. Und ich glaube, das haben viele Menschen mehr wie nötig heutzutage. So, besser so, die gehen auf Mongols Konzert, lassen richtig mal ihre Aggression ja, raus und tanzen sich mal richtig an Wolf, ja. Bevor sie rausgehen, hauen irgendwelche Leute um. Ja. Also, ich denke mal, so Mongols Konzert hat absolut Therapiecharakter. Ja. Wir schreiben Songs, also wir haben jetzt oft genug auch schon Songs verfasst für unsere Fans, weil wir denken, da müssten sie eigentlich am ehesten mitbekommen, wie wir ticken und dass wir eine solche Gesinnung eben nicht akzeptieren. Und also ich denke, wir tun für unseren Teil eigentlich schon recht viel.